Naja, probieren wir es dennoch. Nicht abbremsen, das ist böse. Ja, Mann. Ja, Mann. Da habt ihr's. Oh, fuck. Ich sollte vielleicht hinten bleiben, im Windschatten lauern. Wow, und dann abfliegen. Shit, shit, shit. Au. Au. Habt ihr's dann mit meinem Wagen demolieren? Wie kann der hier mithalten? Ja, der hat wenigstens seinen eigenen Wagen auch noch demoliert. Wäre auch ein bisschen Blödsinn, wenn du irgendwo reinfährst und der andere Wagen geht Schrott und deiner bleibt heile. LOL. Ciao Motorhaube. Die hat jetzt irgendwie keinen Bock mehr. Wo bin ich denn dagegen gedatscht? Ach, das Schild da. Kann ich hier im Windschatten ranziehen und zacki. Oh, das wollte ich nicht. Schalt runter, Mann. Das Schalten müssen wir nochmal üben. Alter, dräng mich nicht ab. Also, der Wagen hat's auch echt mit dem fünften Gang. Ich habe so das dumme Gefühl, dass ich da irgendeine scheiß Fahrhilfe wieder eingestellt hat, weil der Wagen bremst die ganze Zeit, ohne dass ich irgendwas auf Bremsen drücke. Hoppala. Oh! Der Joe Tackett macht da ein bisschen die prima Ballerina. Auf Kosten von mir. Aber wie der jetzt gerade rumgehopst ist, wie Bugs Bunny, Mann. Lol. Und drängelt sich einfach so ein S3 da durch. Hoppala. Nein, nein, nicht überschlagen. Ja, der Wagen ist natürlich ein bisschen mitgenommen. Alter, hat man dir das Schalten beigebracht? Oder warst du bei der Hirnverteilung gerade Gassi? Fuck it. Nur wegen dir, Joe. Nur wegen dir. Schaut euch den Wagen an, Mann. Dann machen wir doch einen Topspeedlauf. Da sollten wir ein bisschen was reißen können. Weil der Camaro doch eine relativ gute Topspeed hat. Aber den müssen wir noch ein bisschen pimpen. Da geht noch mehr. So, und Joe? Fährt der Joe eigentlich überhaupt mit? Zieh an, zieh an, zieh an. Du darfst anziehen, Mann. Der braucht die Turbo, auf jeden Fall. So, dann passieren wir doch den ersten Checkpoint. 192, wie hat der hier bitte schon 192 auf dem Tacho? Nicht mal ich mit meinem Camaro bringe 192 hin. Vielleicht beim nächsten, aber sicher nicht ab dem Start, ey. So, jetzt nehme ich das Schalten selbst mir in die Hand. Alter. Da hatte ich doch sicher irgendwo eine scheiß Fahrhilfe eingeschaltet, Mann. Unterstützung. King. Force Feedback. Wieso bremst die Karre denn die ganze Zeit?
kann doch nicht sein. Na, weil der Typ zu dumm ist zum Schalten. So, und jetzt zieh an. Jetzt singen sie hier noch Französisch. Nee, Mann, kann ich ja gar nicht haben. Ja, genau. Gekonnt letzter geworden. Weil hier die Programmierer beim Automatikgetriebe richtig Scheiße gebaut haben. Und hier! Ich habe voll durchgedrückt und die Karre wird langsamer. Wie das? Wie das? Ja. Süß, Stufe 1. Ich verlasse den Renntag, ey. Ich hab keinen Bock mehr auf den Kack. So, jetzt können wir nämlich ein paar Wagen tun gehen. Wie viel bekommen wir von den hier? 33.000. Ich glaube, von dem können wir uns schon einen Skyline kaufen, aber der hat ein bisschen weniger Power. Chevy SS, für den haben wir noch ein Reifen-Package gewonnen, das weiß ich. Doch nicht? Oder Bremsen? Waren es Bremsen? Ja, wir haben Bremsen gewonnen. Blaue. Aktualisieren. Camaro Concept. Was gibt's in dem Dingens da für Disziplinen? Kein Speed-Dingens, na gut. Dann gehen wir jetzt nämlich unseren 350er Z verkaufen und holen uns da den Mustang. Wo war er? Da, gib mir den Mustang. Im Drift-Modus, wenn ich bitten darf. Anpassen, genau. Der kriegt jetzt nämlich eine Aufladung, dass euch die Socken wegfliegen. Und dann kriegt er noch krasse Bremsen. Nee, braucht er gar nicht. Den Scheiß kriegt er Bremsen. Wer bremst, ist lahm. Und ich hasse lahm, arschige Leute. Ein Turbo ist schon mal ganz gut. Dann ein Fahrwerk. Hatten wir zu wenig Cash. Antrieb haben wir auch zu wenig Cash. Ne. Dann kriegt er jetzt nur ein Turbo und wir pimpen ein wenig die Karre. Was hat er hier für Karosserie-Kits? Das schaut ja mal ganz eklig aus. Nee, den kannst du so nicht auf die Strecke stellen. Ja, wobei. Das hat sogar noch was. Wenn wir den fürs Driften benutzen, geht das sogar. Aber wir machen. Lol, wie viel Unterschied das macht. Guck mal bei einem Aero. Hm. Was ist der Unterschied? Ach, dann wird das Markenzeichen da weggenommen. Okay. Das ist ein Muscle Car, Mann. Wir können den nicht so misshandeln wie ein Japaner. So, aber hochziehen können wir ihn. Und ja. So machen wir den. Ich habe jetzt absolut nicht gedacht, was da geändert wurde. Da 50, machen wir auch 50. Und da haben wir 30. So. Passt. Dann kriegt er noch einen Spoiler hinten drauf. Irgendwas Ähnliches, was er jetzt schon drauf hatte.
Gab's da? Genau den da will ich. Passt schon so. So, zeig mal her. Zeig mal her, die Kall. Ja, schaut doch nicht schlecht aus. Motorhaube. Aber das zweite sah am besten aus. Ich glaube, wir nehmen das zweite, wenn wir dann was kaufen. Jetzt haben wir mal die Carbon-Dingens drauf. Felgen, Felgen, Felgen. American Turbo, da, American Racing. Irgendwas Amerikanisches, was die amerikanische Power betont. Für vorne nehmen wir den hier. Ja, ich investiere hier gerade relativ viel ins Optische, weil wir für Motorteile keinen Cash haben. Der wäre sicher noch fett im Drag. Ja, wobei, nee, er hat nicht so eine krasse Antriebsleistung, Anfangsleistung, deshalb eher weniger. Und hinten nehmen wir auch irgendwie American irgendwas. Nee, nehmen wir kein American, weil ich pack da nicht die gleichen Felgen drauf wie vorne. Da, die hier. Dann sind wir zwar fast blank, aber dann schaut wenigstens die Karre anständig aus. Machen wir den breit hier. So, und da uns das Lackieren einen Scheißdreck kostet, lackieren wir ihn jetzt noch geil. Ja, aber nicht pink. Weiß oder schwarz? Irgend so ein sattes Rot. Schillernd. So was. Ja. Vinyls. Ne. Flaggen, Graffiti. Auto. Tribal, Streifenpflanze. Bla 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 bla. Zweifarbig. Und hier oben. Nehmen wir, glaube ich, gelb. Aber ein dunkles. Ein ganz dunkles. So. Das passt so. Der schaut doch nicht schlecht aus. Felgenfarbe vorne machen wir natürlich schwarz, Standard. Die Frage ist, machen wir die... Ja, wir machen die matt. Einfärben und dann die Hinterreifen.